Hallo Open Mind, hallo Stream. Ich bin tatsächlich der andere Boko, ich habe mich nicht nur schnell rasiert. Ich will euch ein bisschen was über Datenschutz erzählen. Dann sind da ein paar Sachen passiert und die führen dazu, dass ich der Meinung bin, dass Datenschutz nicht mehr funktioniert. Fangen wir mal an mit Datenschutz. Also Datenschutz ist ein Rechtssystem zur Kontrolle von personenbezogenen Daten. Warum man da Daten sagt, weiß ich nicht. Personenbezogene Informationen finde ich eigentlich einen passenderen Begriff. Weil es nicht nur Digitales ist, sondern auch Papier. Um dieses System ganz zu verstehen und irgendwie einen Kontext zu haben, muss man ein bisschen vorher anfangen. Also wo kommt dieser Gedanke, dass personenbezogene Informationen eventuell nicht ungebremst weitergegeben werden sollen, her? Was ist der Hintergrund in unserer westeuropäischen Zivilisation? Fangen wir an mit ein paar Fällen. Dummerweise kann ich nicht meine ganzen Notizen sehen. Also, Albert and Strange und Bismarck gegen irgendeinen Journalisten waren zwei presserechtliche Fälle am Ende des 19. Jahrhunderts, die so als die Geburtsstunde des Informationskontrolle gesehen werden. Prinz Albert, der Ehemann von Königin Victoria, benahm sich ein wenig unrühmlich auf gewissen Partys und ein Journalist schrieb darüber. Prinz Albert war nicht zufrieden und verklagte den Journalisten und bekam Recht. Bismarck verstarb. Ein Journalist schlich sich in das Schlafzimmer, fotografierte den toten Bismarck, veröffentlichte dies und bekam davon von der Familie Bismarck vor Gericht auch aufs Maul. Wir sehen also, Sachen, die heutzutage irgendwie unter Datenschutz fallen würden oder eben unter den Schutz persönlicher Informationen, wurden damals über das Presserecht geregelt und so eigentlich das erste Mal in Europa. Ausformuliert haben das dann die Herren Warren und Brandeis 1890 in Harvard Law Review, in dem sie einen Aufsatz geschrieben haben, The Right to Privacy. Das ist so das erste Mal, dass formuliert wurde, dass Privatheit ein Recht ist, dass es einen Raum geben muss, wo wir frei sind von Zugriffen, hauptsächlich des Staates. Erstaunlicherweise 1928 noch, als Mr. Brandeis Richter am obersten Gerichtshof war, konnte er sich mit dieser Meinung nicht durchsetzen. In Olmsted versus United States musste er eine abweichende Meinung verfassen. Wo an diesem System das Problem war, ist, es ist sehr besitz- und eigentumsgeprägt. Es geht darum, in der eigenen Wohnung alleine gelassen zu werden. Es geht darum, Privilegien nicht in die Öffentlichkeit gespiegelt zu bekommen, wenn ich mich auf einer Party daneben benehme. Also die damals Betroffenen waren regelmäßig Teile einer privilegierten Gruppe und deshalb kann man diese Phase eigentlich zusammenfassen mit Property, Private Law, Privacy. Privilege fängt auch mit PA an. Und ja, diese Phase ist dann irgendwann aufgehoben worden in den USA und in Deutschland auch. Und zwar kam dieser Zweite Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, in dessen Verlauf wir auch einen der größten missbräuchlichen Nutzungen von Daten halten, erleben mussten in der Geschichte, kam danach als Folge, als Reaktion, dass die Individualrechte gestärkt wurden. Und auf einmal kam man auf die Idee, dass auch die Kontrolle über Daten, das ist das Volkszählungsurteil gewesen,
ein individuelles Recht ist. Das Ganze nannte sich informationelle Selbstbestimmung. Diese informationelle Selbstbestimmung wurde vom Bundesverfassungsgericht hergeleitet als Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das ist ein subjektives Abwehrrecht, das der Einzelne gegen den Staat hat. Aus diesem Volkszählungsurteil, beziehungsweise kurz davor gab es ein hessisches Datenschutzgesetz, kurz danach ein Bundesdatenschutzgesetz. Aber grundsätzlich haben wir eben dieses Problem, dass die damalige Denke war, wir haben an der einen Seite eine speichernde Stelle und auf der anderen Seite einen Betroffenen. Und das ist alles sehr asymmetrisch. Aber insgesamt haben wir uns eigentlich ein ganz hübsches System gebaut, das diese Asymmetrien durch ein subjektives Recht des Betroffenen abfeiert und durch demokratische und behördliche Kontrolle das Ganze beaufsichtigt, dass das funktioniert. Welche Denke dahinter steht, beziehungsweise welche Rechnersituation dem Ganzen zugrunde gelegt wird, kann man am besten nachvollziehen, meiner Meinung nach, wenn man sich die Anlage zum Paragraphen 9 oder 9a, ich weiß es nicht, auf jeden Fall die Anlage zum Bundesdatenschutzgesetz durchsieht, denn da steht drin, was für Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden sollen. Und wenn man sich diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen durchliest, dann ergeben die tatsächlich nur dann Sinn, wenn ich vor Augen habe, dass ich einen Raum habe, in dem ein Rechner ist, und diesen Raum verschließe ich. Und nicht so wie hier, ich habe einen Rechner, auf dem, ich weiß es nicht, ob auf diesen personenbezogene Daten gespeichert sind, aber ich kann den halt überall mitnehmen. Das ist so das eine, wo es nicht passt. Das andere, wo es nicht ganz passt, ist, wo wir heute früh schon ein bisschen was gehört haben, Informationsfreiheit. Als entgegengesetzte Bewegungsrichtung, da geht es dann auf einmal darum, dass der Staat Daten hergeben soll und der Staat nicht nur Daten speichert. Das ist so 98 und in Bewegung gekommen, so eigentlich hier. Bei diesem umgekehrten Informationsfluss ist Datenschutz, also der Schutz persönlicher Informationen, ein Verhinderungsgrund. Betriebsgeheimnisse auch, dazu wurde heute Morgen sehr viel erzählt. Und Betriebsgeheimnisse sind in dem Zusammenhang Informationskontrolle auch sehr interessant, weil es nicht mehr weil Betriebsgeheimnisse nicht Personen zustehen, sondern auch juristischen Personen. Also nicht nur Menschen, sondern auch juristischen Personen. Und erstaunlicherweise ist dieser Schutz von Betriebsgeheimnissen, also dieser Schutz von juristischen Personen, deutlich früher, nämlich schon 1896, geschützt worden. Wie auch immer das passiert ist. Also irgendwie ist dieses ganze Datenschutzdings jetzt schon nicht mehr so ein ganz konkurrentes System, beziehungsweise, naja. Gut, so viel zu Datenschutz. Beziehungsweise, wie ich mir vorstelle, dass das Datenschutzsystem im Augenblick ist. Asymmetrisch staatliche Aufsicht. Und dann passierten so ein paar Sachen. In den 60er und 80er Jahren fingen Leute an, Computer aneinander zu stecken. Die redeten dann miteinander, beziehungsweise Menschen redeten über Computer. Und am 12. März 1989 wurde dieses hier ermöglicht. Das Internet, beziehungsweise darauf das World Wide Web. Und auf einmal schaut es ganz anders aus. Ein kluger Mensch hat das irgendwann so zusammengefasst. Ja, das Problem ist, Rechner sind vernetzt. Die Asymmetrie löst sich auf. Nicht nur die Asymmetrie zwischen speichernden Stellen, sondern auch die Mitspieler lösen sich auf. Mittlerweile ist, glaube ich, das größte Problem, das wir an der Idee der informationellen Selbstbestimmung haben, dass wir gar nicht mehr wissen, wer alles was über uns schreibt. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt gerade über mich twittert. Ich habe keine Ahnung, wer Fotos von mir macht und ähnliches. Wir überwachen uns sozusagen gegenseitig.
Es ist global, dieses Netz. Und staatliche Kontrolle funktioniert halt nur in einem Staat. Und das ist ein Problem, das irgendwie am Anfang dieses Internets und am Anfang dieses Internetrechtes immer wieder angedacht wurde, nie zu Ende gedacht, nie wirklich aufgelöst, dass dieses Internet eventuell Staatlichkeit überholen könnte. Ich glaube, Barlow hat da gesagt, irgendwie, dass der Staat uns in diesem Internet doch bitte alleine lassen soll. Naja, tut er nicht, aber es tut halt jeder Staat auf seine Weise. Und wie gesagt, das ist jeder immer überall. Und dieses jeder immer überall hat auch was mit Überwachung zu tun. Und dann haben wir irgendwie einen Bereich, der ganz ausgenommen ist aus Datenschutzrecht. Sogar in dieser noch nicht fertigen Datenschutzgrundverordnung, die immer noch asymmetrisch denkt, ist es drin, dass Geheimdienste da einfach nicht reinfallen. Dass es also die größten Datensammler gar nicht kontrolliert werden. Und wie parlamentarische Kontrolle funktioniert, das, naja, weiß ich ja nicht. Also wenn herauskommt, dass diejenigen, die Geheimdienste überwachen sollen, von Geheimdiensten überwacht werden. Sorry. Auf jeden Fall finde ich, dass diese drei Punkte einfach dazu führen, dass dieses Datenschutzsystem, wie wir es momentan haben, dass wir da irgendwelche Behörden haben, die versuchen, Informationsfluss zu kontrollieren, nicht mehr funktioniert. Und ich habe gesagt, die Asymmetrie hat sich aufgelöst. Das stimmt auch nicht mehr ganz. Die Asymmetrie ist eine andere geworden. Denn jetzt haben wir irgendwie das asymmetrische Verhältnis zwischen großen Konzernen und einzelnen Staaten. Wir haben da dieses Verfahren Europe versus Facebook. Ich weiß nicht, wer gerade eben die größere Kriegskasse hat für das Verfahren. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht Europa ist. So viel zum tatsächlichen Zustand. Und nun, was machen wir? Es gibt so seit Anfang dieses Jahrtausends verschiedene Denkansätze, wie man mit diesen geänderten Verhältnissen umgehen kann. Einer, der auch innerhalb einer Partei mal diskutiert wurde, ist Post-Privacy. Da ist der Grundgedanke, wir geben einfach auf, wir lassen das mit dieser Privatsphäre sein. Das ist ein Gedankenexperiment, das im Endeffekt wurde mir bestätigt von einigen Verfechtern, zu dem Ergebnis führte, es geht nicht. Menschen brauchen Privatsphäre. Und dass Menschen Privatsphäre brauchen, ist auch historisch sehr gut belegt. Die erste Regelung über Informationsflussbeschränkungen ist der Hippokratische Eid. Der ist so langsam über 2000 Jahre alt, ja, sogar knapp 3000, irgendwie sowas. Also Post-Privacy ist dann irgendwie dazu gekommen, dass wir irgendeine Datenethik brauchen oder eine Informationsethik und uns irgendetwas Neues einfallen lassen müssen. Leider haben sie keine Lösung gefunden, wie das laufen soll. Also Post-Privacy ist nicht. Nächste Idee. Wir schmeißen das, was wir mit anderen Informationskontrollen bzw. Immaterialgütern versucht haben, dieses System Urheberrecht, Copyright, Geschäftsgeheimnisse und so weiter, auch auf personenbezogene Daten und versuchen das damit in den Griff zu bekommen. Irgendwie glaube ich, wir würden dann ein kaputtes System mit einem anderen kaputten System ersetzen. Denn dann hätten wir ganz schnell irgendwelche Mächtigeren, die es sich leisten können, massenhaft Abmahnungen zu verschicken. Da hätten wir irgendwelche dubiosen Geschäftsmodelle, dass man irgendwie davon leben kann, mit seinen personenbezogenen Daten nicht Handel zu betreiben, sondern Menschen dafür zu verfolgen, dass sie irgendwie damit umgehen. Naja, funktioniert auch nicht. Nächste Idee, technische Lösungen. Technische Lösungen, naja, wir schützen uns selber, indem wir ganz viel Krypto um uns herum aufbauen. Dummerweise ist dann das Interagieren mit anderen Menschen nicht so gut möglich.
Digital Rights Management an personenbezogene Daten ranflanschen. Ist jetzt nun auch nicht wirklich eine schöne Lösung und es ist vor allem auch etwas, was nicht funktioniert, weil wir alle wissen, dass DRM nicht funktioniert. Es gibt auf europäischer Ebene, die habe ich erst gestern kennengelernt und konnte mich nicht großartig mit ihnen beschäftigen, die Internet Privacy Engineering Network. Da haben sich verschiedene Datenschutzbehörden zusammengeschlossen und haben versucht herauszufinden, wie man Datenschutz mit Technik umsetzen kann. Ja, kann man machen. Andererseits, wenn man tatsächlich irgendwie jeglichen Personenbezug aus Internetnutzung, aus Applikationen, aus sonst etwas rausbekommt, dann habe ich auch ganz viele Services, die ich nicht mehr habe. Ich persönlich genieße es teilweise sehr, dass ich mittlerweile eine relativ gute personalisierte Suche habe, dass ich irgendwie das Gefühl bekomme, dass Suchmaschinen wissen, was ich will. Naja, also irgendwie so nur technisch können wir es halt leider auch nicht erschlagen. Eine andere Vortragende vor 2 Wochen kam in diesem Zusammenhang auf die Lösung, beziehungsweise auf den Schluss, das Internet nicht zu nutzen, ist halt leider auch keine Lösung. Und naja, also nur technisch kommen wir mit dieser neuen Realität auch nicht klar. Folglich, mir ist keine praktikable Lösung bekannt. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn wir irgendwie Ideen haben. Entschuldigung, ich habe erstmal so eine Vorfrage. Mir ist ehrlich gesagt überhaupt nicht ganz klar geworden, was du erreichen willst. Also welche Daten willst du vor was schützen? Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist, unter anderem eventuell zu sagen, wir brauchen ein System, in dem gewisse Daten geregelt fließen müssen. Seien es Geschäftsgeheimnisse, seien es personenbezogene Daten. Und vielleicht sollten wir da versuchen, auch das gleich zu denken und zu sagen, wir geben diese Trennung auf und sagen, Geheimnisse müssen geschützt sein, gestehen juristischen Personen so etwas wie Privatsphäre zu, tun wir ja schon, indem wir ihnen Geschäftsgeheimnisse geben, und gestehen natürlichen Personen Privatsphäre zu, indem wir sagen, hier ist ein privater Raum, das geht niemandem etwas an, und wir geben einfach Personen Recht, irgendwie Rechte zu kontrollieren, wer was wie weiß. Wir müssen irgendein System finden, welches weiß ich nicht, wie wir einfach damit klarkommen. Und das sind sowohl personenbezogene Daten. Bei personenbezogenen Daten geht es darum, dass, wie das Bundesdatenschutzgesetz das so schon formuliert, Ziel des Gesetzes ist es, den Einzelnen, den Betroffenen vor Einschränkungen seiner Persönlichkeitsrechte zu schützen. Einschränkungen von Persönlichkeitsrechten können vielfältig sein. Das sind Vermögensschäden, das sind soziale Schäden. Und gleichzeitig müssen wir eben auch, naja, Institutionen sagen können, so ist, du hast hier einen geschützten Raum und wir lassen dir hier deinen Schutz, dass du arbeiten kannst. Und das sind so die Informationen, die irgendwie unter Kontrolle gebracht sein müssen, damit Gesellschaft funktioniert, finde ich. Hallo. Möglicherweise bekommen wir eine andere Sicht darauf, wenn wir davon ausgehen, dass durch die Erhebung von Daten keine Diskriminierung stattfinden sollte. Das Problem ist ja, weswegen wir Datenschutz brauchen, dass Menschen Unternehmen, die Daten über mich erhoben haben, sie denn anderen Menschen zur Verfügung stellen, die in der Regel etwas damit tun, was mich negativ beeinflusst, was auch immer es sei, beziehungsweise immer die Möglichkeit besteht, etwas Negatives damit zu machen, sodass halt
Diskriminierung irgendwie geartet stattfinden kann. Das Prinzipproblem da drin ist, glaube ich, dass wir halt nicht die gleichen Persönlichkeitsrechte online wie offline haben. Genauso wie Kriminalität online nicht so verfolgt wird wie offline, weil halt unter Umständen keine Kompetenz dafür vorhanden ist oder einfach das Internet ja nur so ein Modephänomen ist, was bestimmt wieder weggeht. Das hält sich tatsächlich noch eisern. Und das existiert halt noch parallel. In der Gesetzgebung ist es halt in diesem Computer drin und es ist nicht Teil unseres Lebens. Und deswegen, denke ich, wird die Revolution auch keine technische sein können, sondern die muss halt im Kopf geschehen. Das ist einfach eine Frage des Zusammenlebens. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Leider funktioniert sie nicht, weil Menschen so nicht funktionieren. Wenn ich etwas weiß, dann benutze ich es. Und Entscheidungen müssen getroffen werden. Und irgendwie brauche ich Informationen, um Entscheidungen zu treffen. Und ich muss, keine Ahnung was, wenn ich 10.000 Euro habe, die ich verleihen will, dann werde ich Daten erheben und dann werde ich diskriminieren, wem ich diese 10.000 Euro gebe, anhand von personenbezogenen Daten. Das war auch tatsächlich einer der Gedanken von Post-Privacy, dass man eben versucht, eine Gesellschaft zu erreichen, wo keine sozialen Nachteile aufgrund von personenbezogenen Daten erwachsen. Aber naja, das können wir hier vielleicht in Westeuropa postulieren und das können wir hier in Westeuropa vielleicht eines Tages erreichen, aber wir müssen gar nicht so weit gehen, um zu sehen, dass gewisse Informationen ganz erhebliche Auswirkungen auf das Leben eines Menschen haben können. Schauen wir uns an, wie, keine Ahnung was, Homosexuelle in Russland, Sinti und Roma in Ungarn, all solche Sachen. Also es funktioniert halt leider nicht so wirklich. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Geschichte uns gezeigt hat, wenn Daten mal vorhanden sind, dann werden sie auch genutzt werden. Und auch wenn wir Daten für eigentlich positive Zwecke erheben wollen, so wie in Holland der 30er Jahre, wer ist mosaischen Glaubens, einfach um das zu wissen, um eine Statistik zu haben, dann kann es passieren, dass der böse Nachbar vorbeikommt und diese Daten benutzt, um die Leute abzuholen. Also alles klar. Ich glaube, was grundlegend relevant ist oder was grundlegend wichtig ist für diese Frage, ist halt auch erstmal, abgesehen davon, dass wir tatsächlich grundlegend unterscheiden müssen zwischen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung von natürlichen Personen und dem postulierten Recht, müssen wir nochmal woanders drüber diskutieren, von juristischen Personen. Wofür, also die Kernfrage an der Stelle ist ja einfach, wodurch kommt überhaupt das Interesse an den Informationen über andere, also über Menschen, wo kommt das her? Ich würde an der Stelle so weit gehen zu sagen, dass sie entweder genutzt werden sollen, um Macht über Menschen auszuüben, oder aber eben um sie innerhalb einer kapitalistischen Verwertungslogik entsprechend zu Geld zu machen, über verschiedene Marketingprozesse und so weiter und so fort. Wenn wir eine Lösung für dieses Problem haben wollen, dann müssen wir auch genau diese beiden Aspekte beleuchten. Also ich habe jetzt nicht die Lösung, aber ich glaube, dass wir darüber, dass wir die richtige Frage stellen an der Stelle, eher zu der Antwort kommen. Und die Kernprobleme Machtausübung über Menschen und eben Verwertung der Informationen über Menschen, das ist so das Spannungsfeld, wo sich das meiner Meinung nach bewegt.
Also ich fand meine Vorreden tatsächlich auch sehr nützlich in dem Hinsinne, dass es tatsächlich um mehrere Asymmetrien geht. Zum einen zum Beispiel, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass ja auch die Möglichkeit, diese Informationen zu verwerten, komplett asymmetrisch ist. Oder auch, das hast du ja bereits angesprochen, das Wissen, wo Informationen sind. Das herzustellen würde, glaube ich, zumindest mal sozusagen eine Waffengleichheit herstellen. Ich sehe hauptsächlich tatsächlich auch das Problem zwischen juristischen und natürlichen Personen im Augenblick. Die anderen Konflikte sehe ich halbwegs lösbar durch die aktuellen sozialen Technologien, die wir Gesetze, Staaten und so weiter nennen. Das scheint halbwegs zu funktionieren. Aber das größere Problem meiner Meinung nach ist tatsächlich, dass es keine Mittel gibt, festzustellen, wer die Daten hat. Und vor allem, was auch noch ein weiterer Aspekt ist, ist ja Datenverdichtung. Es ist ja nicht so, als ob zwei Informationen bleiben. Wenn ich sie sinnvoll verknüpfe, habe ich eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Das können Menschen inzwischen gar nicht mehr absehen. Es ist tatsächlich so, dass halt Maschinen, vielleicht gibt es hier Menschen, die bei SAP arbeiten oder SAP-Mitarbeiter kennen, das ist sehr gruselig, was HANA kann. Und das können die Leute selber nicht mehr abschätzen. Und dann ist halt die Frage, ob wir vielleicht einen kombinierten Ansatz machen. Also das heißt, wir nehmen soziale Technologien wie Rechte, Gesetze, Staaten und so weiter und halt auch technische Lösungen kombinieren müssen, zum Beispiel eben das, dass bestimmte Daten nicht mehr entstehen. Man kann ein Internet anders bauen, als es jetzt gemacht wurde. Das, denke ich, ist notwendig. Und dann eben auch den Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre eigenen Informationen selber interpretieren zu können und besser entscheiden zu können, was können denn Leute über mich wissen? Und dann ganz klar, Privilegien müssen großflächig weg, weil damit ist halt auch die Machtausübung geringer. Möchtest du erst antworten? Ja, der hehre Wunsch, den Kapitalismus zu überwinden, das ist eine tolle Idee. Ich sehe es leider dieses Jahr noch nicht im Kalender. Und es ist klar, wenn wir den Kapitalismus überwinden dann und wenn wir auch Machtstrukturen überwunden haben, dann brauchen wir eventuell auch keinen Datenschutz mehr, weil dann eventuell auch keine Datenverwertung mehr so in der Art stattfindet, wie sie momentan stattfindet. Ja, ist richtig, man muss zwischen natürlichen und juristischen Personen differenzieren. Ich glaube, das sind so der Eindruck, der hier aus dem Raum mir entgegenkommt. Das ist tatsächlich richtig, denn natürliche Personen haben eine Persönlichkeit. Kanadische öffentlich-rechtliche Fernsehen hat da mal eine Miniserie The Corporation gemacht und hat mal versucht, wie eine juristische Person sich aufgrund Gesetzeslagen psychologisch verhält und sind darauf gekommen, dass juristische Personen regelmäßig empathielose Psychopathen sind. Und eventuell sollte man juristische Personen da tatsächlich weniger privilegieren. Es gibt jetzt schon irgendwie dieses Instrument, dass du von jeder Stelle erfragen kannst, welche Daten sie über dich gespeichert hat. Und es gibt da den 32 BDSG, du darfst da Briefe hinschicken, sie müssen dir antworten, was sie von dir gespeichert haben, wo sie es herhaben, wozu sie es verwenden wollen und so weiter und so fort. Das dumme Problem ist, das ist mittlerweile richtig, richtig viel. Also die Grundlage von dieser Europe versus Facebook-Klage war irgendwie der Ausdruck von dem, was Facebook über diesen einen Kunden gespeichert hatte. Und es waren irgendwie 32.000 Blatt Papier. Also ich weiß nicht, ob mir das so viel weiterhilft, wenn ich weiß, was die alles über mich wissen. Ich müsste dann auch wissen, wozu sie es verwenden wollen. Und ich müsste dann auch irgendwie verstehen können, welche Algorithmen da arbeiten und welcher Verwertung diese Daten zugeführt werden. Aber eine Sache, die du angesprochen hast, ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ist halt auch die Frage, wie man es umsetzt. Und zwar das Verknüpfen von Daten. Ich habe eine Datenbank, die ist vielleicht harmlos für sich, ich habe eine andere Datenbank, die ist harmlos für sich. Ich schmeiße sie zusammen und sie ist auf einmal interessant. Das ist so, wie Rasterfahndung funktioniert. Da
Rasterfahndung funktioniert folgendermaßen. Ich schmeiße mehrere Datenbanken gegeneinander, definiere zuvor Suchkriterien, definiere zuvor Schnittstellen. Und wenn ich eine Schnittstelle habe, dann habe ich die Person oder den Personenkreis, den ich suche. Bereits bei der Schleierentführung hat man mit dieser Methode, ich suche bar angemietete Wohnungen, und gleiche das Ganze mit irgendetwas anderem ab, ich weiß nicht mehr genau was, die Wohnung, die man gesucht hat, gefunden. Damals ist dummerweise die Information, dass die Wohnung gefunden wurde, es war den Polizisten, die die Wohnung gefunden hatten, nicht bewusst, wonach sie wirklich suchen. Und diese Information ist dann irgendwann versackt und erst nachdem Schleier aufgefunden wurde, dort angekommen, wo sie hingehörte. Also zu spät. Also diese Kombination von Daten ist tatsächlich etwas, was auch sehr interessant ist. Und wie man das verhindern will, weiß ich nicht. Und ich persönlich glaube nicht mehr so ganz daran, dass das, was du soziale Werkzeuge nennst, sprich Gesetze und Staaten, in dem Zusammenhang so richtig funktionieren. Ich meine, es hat schon einen Grund, warum Facebook Europe irgendwo in Irland sitzt. Es gibt da so gewisse Unterschiede, wie gut gewisse Staaten ihre Datenschutzaufsicht ausrüsten. Und der Staat Irland ist ja nicht besonders großzügig zu seiner Aufsichtsbehörde. Zwei Dinge. Zum einen, ich habe gerade gehört, wenn wir den Kapitalismus überwunden haben. Solange nicht klar ist, was danach kommt, halte ich die Aussage für mutig, dass danach das Problem gelöst ist. Schon die Aussage, dass es danach besser ist, halte ich auch schon für mutig. Die andere Geschichte, bei den Sachen, wo du vorher ausgeschlossen hast und durchgestrichen, was alles nicht funktioniert, habe ich so den Eindruck gewonnen, du suchst eine 100%-Lösung. Die haben wir anderswo auch nicht. Wir haben einen Straßenverkehr, wo jedes Jahr ein paar tausend Leute allein hierzulande tödlich verunglücken. Wir haben Umweltprobleme, wir haben viele andere Geschichten, wir haben Krankheiten, wo wir natürlich Antibiotika haben, aber immer wieder andere Stämme resistent werden und so weiter. Man könnte aus im Prinzip jedem Themengebiet Beispiele heranziehen, wo irgendwas nicht hundertprozentig läuft und dennoch leben wir hier alle und im Großen und Ganzen geht es uns so schlecht nicht. Von daher würde ich vorschlagen, suchen wir da bitte nicht nach eine 100%-Lösung, weil dann wird die Suche vergeblich sein, sondern schauen, wo kommen wir denn halbwegs damit über die Runden und was ist von den Dingen, die uns wirklich zur Verfügung stehen, das mutmaßlich Sinnvollste. Antwort oder gleich ein Nein? Ich glaube, man muss verschiedene Bereiche getrennt voneinander betrachten. Also was, glaube ich, für die meisten Menschen erstmal sehr wichtig ist, ist die Sache mit dem Schutz ihrer persönlichen Informationen vor den anderen Menschen. Also das ist das, was halt auf politischer Ebene bei uns sehr selten diskutiert wird. Wir reden meistens über Staaten und große Unternehmen, aber ich glaube, die meisten Menschen, denen ist es wichtiger, dass ihr Nachbar nicht weiß, was sie so im Schlafzimmer treiben. Und da kann man halt feststellen, dass sich in den letzten Jahren in der Gesellschaft sehr viel verändert hat. In dem Moment, wo im Internet nicht nur die Pioniere waren von vor 10 Jahren, die eben öffentlich in Usenet diskutiert haben, die ihren ICQ-Status offen hatten, die immer online waren und ihre eigenen Homepages mit Fotos hatten, sondern jetzt sind halt der Mainstream im Internet und die haben halt gelernt, damit umzugehen. Das heißt, die haben jetzt hier so Werkzeuge wie zum Beispiel Google+, wo du Kreise hast, wo du ganz genau weißt, wenn ich den Kommentar abschicke, sehen den nur meine Kollegen und den Kommentar kann ich abschicken, den sieht nur meine Familie. Also das heißt, die traditionelle Welt, also die physische Trennung von Kommunikation in verschiedene Gruppen, in verschiedenen Bereichen, wird immer mehr umgesetzt. Also du hast auch immer mehr die Möglichkeit, auch ohne große technische Kenntnisse, eben nicht Fotos für jeden zu veröffentlichen, sondern Fotos so zu veröffentlichen, dass nur die Leute die sehen, die du auch willst, dass sie sie sehen. Ja, das ist halt ein Punkt. Und das ist der andere Punkt, der schwieriger ist, ist die Frage, was passiert denn mit den Unternehmen, die Daten über mich sammeln? Und was passiert mit dem Staat? Und da gibt es
technisch, glaube ich, keine Möglichkeit. Wenn man die Vorteile haben will davon, dass Daten gesammelt werden, dann hat man auch automatisch den Nachteil. Die einzige Möglichkeit besteht darin, Gesetze zu machen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und dann muss man halt irgendwie versuchen, in der Gesellschaft Bewusstsein dafür zu schaffen und eben vielleicht eine Partei gründen, die sich darum kümmert oder versucht, Gesetze zu machen, die zum Beispiel verbietet, ab einem bestimmten Level darfst du halt nicht mehr so viele Daten verknüpfen und dann keine personenbezogene Werbung mehr dafür machen, weil das dann zu sehr in die Persönlichkeit der Person eingreift und eben auch irgendwie ab einem bestimmten Level dürfen Beweise, die auch mit Datensammlung dürfen nicht mehr vor Gericht verwendet werden oder irgendwie sowas in die Richtung. Also du musst halt wirklich dann politisch das Bewusstsein schaffen und versuchen, gesetzliche Regelungen zu schaffen, die es einfach dann stoppen. Ja, das mit dem Kapitalismus überwinden. ich bin in letzter Zeit immer mehr ein Anhänger irgendwie einer schönen kooperativen Anarchie im Sinne von Emma Goldman, aber das gehört hier nicht wirklich zur Diskussion. Was ich sehr spannend fand, die beiden Beiträge kann man eigentlich zu einer schönen Forderung zusammenfassen. Und zwar, wir haben den Straßenverkehr und Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung sagt ungefähr, nehmt Rücksicht aufeinander. Vielleicht brauchen wir als erstes mal so eine Straßenverkehrsordnung für Datenverkehr. Nehmt Rücksicht aufeinander. Also, dann sind wir auch wieder bei den Nachbarn, die eben in dem, was sie übereinander erheben, verarbeiten, veröffentlichen, einfach mal aufeinander aufpassen sollten. Und dazu fehlt uns eventuell auch das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein, was das für Folgen haben kann, wenn ich was über wen veröffentliche. Also ich finde das zum Beispiel auch sehr unschön, dass einer der ersten Google-Treffer bei meinem Namen irgendwie eine Fantasiegeschichte aus Parteizusammenhängen ist. Aber das passiert halt, wenn Menschen nicht aufeinander aufpassen. Hi, ich wollte nochmal Danke sagen, dass du das hier mit uns diskutierst und wollte mal eine andere Frage in den Raum stellen. Wie wäre es denn, wenn wir milchmädchenmäßig einen Konsens finden, welche grundsätzlichen Daten von allen Personen, Firmen, rechtlichen Personen, also juristischen Personen, blub, generell verfügbar sind für alle und welche eben gar nicht verfügbar wären. Ist bewusst Milchmädchen-provokante Frage, aber die Macht entsteht ja immer dann, wenn man eben Wissen hat, was andere Leute nicht haben und das verwenden kann, wenn es andere Leute nicht verwenden können. Mein unausgegorener Grundgedanke dahinter ist beispielsweise, dass die Steuerveröffentlichung, die Steuerzahlungen oder Gehälter in einigen Ländern in Nordeuropa von allen Menschen einsehbar sind, für alle Menschen. Das ist dann die Frage mit, ich weiß dann zwar immer noch nicht, was mein Nachbar für sexuelle Vorlieben hat, es sei denn, ich gehe in den gleichen Club vielleicht, aber ich weiß, was er verdient und ich weiß auch, was mein Chef verdient. Ist also der Grundgedanke da, ich nehme ja die Macht ein Stück weit weg, wenn es keine Machtgefälle gibt, weil alle Menschen und alle, also natürlich wieder auch da naiv, aber rein theoretisch hat jede Person das, den gleichen Wissensstand und die gleiche Möglichkeit, an Daten heranzugehen, wie alle anderen auch. Ich wollte zwei Bemerkungen machen. Zum einen hast du vorhin das so ein bisschen sehr stark aufs Internet fokussiert. Das finde ich, trifft es eigentlich gar nicht so genau, weil wir heute sehr, sehr viel Datenerhebung haben, die damit dann gar nichts zu tun hat. Wir könnten im Prinzip flächendeckend alle Kfz-Kennzeichen erfassen und Bewegungsprofile erstellen. Das hat nichts mit dem Internet zu tun. Auch das Erfassen aller Telefondaten hat eigentlich nichts mit dem Internet zu tun. Beides hochsensible Bereiche. Und zum Zweiten weiß ich nicht, ob, also dieses Daten verknüpfen wird meines Erachtens weder aus Machtgier noch
vorrangig aus kapitalistischem Verwertungsinteresse getrieben, sondern das ist schlichtweg Nützlichkeit. Das erfahren wir eigentlich oft. Das ist einfach nützlich, wenn die Suchmaschine das ausspuckt, was ich tatsächlich wollte und das war nicht das, was ich getippt habe. Und es ist nützlich, wenn ich später noch weiß, wo ich meine Bilder aufgenommen habe, weil da irgendwie GPS-Daten mit verbunden sind. Und es ist auch nützlich, wenn meine Bank mich anruft, weil irgendwas mit meinen Überweisungen total verdächtig ist. Und heute ist es noch so, dass in der Regel für die meisten Anbieter der Nutzen tatsächlich stattfindet und der Schaden, der ja durchaus vielen hier bewusst ist, in der Regel noch potenziell ist und in der Zukunft, und das könnte mal ganz schlimm sein, aber eigentlich wird relativ selten morgens um 5 Uhr die Tür eingetreten, wegen irgendwelcher Daten, die ich zu Facebook hochgeladen habe. Das ist zumindest in Europa relativ selten. Ja, also ich sage nicht, dass es nicht kommt, aber die Abwägung zwischen Nützlichkeit und Schaden ist, glaube ich, für die Europäer noch relativ einseitig zurzeit. Also, eine Folie, die ich euch nicht gezeigt habe, die ich jetzt einfach mal so drauf werfe, das sind so die Daten, die wir heutzutage als besonders ansehen und die eigentlich nicht weitergegeben werden sollten und das ist gesetzlich schon so normiert. Und insofern könnte man tatsächlich sagen, man gibt den Rest irgendwie frei. Die werden schon diskriminiert, die Daten. Dann muss ich dem zweiten Redebeitrag einfach widersprechen. Zum einen, das Erfassen von Daten und das Erfassen von Telefondaten funktioniert zwar ohne Internet in dem Sinne, aber ohne Vernetzung dieser erhebenden Computer funktioniert das auch nicht. Und dann gehen wir mal nach 5 Uhr morgens. Es war letzte Woche, ist ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Dresden eingestellt worden, das geführt wurde gegen 21 Verdächtige aufgrund der Erhebung von 55.000 Telefondatensätzen aus Funkzellenabfragen im Umkreis des 13. Februars. Entschuldigung. Und in diesem Verfahren, in dem sich dann nach über 3 Jahren herausstellte, dass es einfach Schwachsinn ist, was sie gesucht haben, aber basierend auf der Auswertung von diesen Telefondaten. Ist es zu Durchsuchungen gekommen? Ist es zu Festnahmen gekommen? Also es passiert auch hier in Deutschland, dass fehlerhaft erhobene Daten, fehlerhaft ausgewertete Daten zu massiven staatlichen Maßnahmen führen. Und wenn du auf Arbeit anrufst, sorry Chef, ich kann heute nicht kommen, weil die Polizei heute Morgen um 5 meine Tür rausgerissen hat. Ich weiß nicht, wie dein Arbeitgeber so drauf ist. Ich glaube, meiner würde es verstehen, aber das ist auch ein sehr guter Arbeitgeber. Ausgerechnet jetzt kriege ich das Mikro. Ich habe auf die aufgeworfene Frage im Vortrag überraschenderweise auch keine hundertprozentige Antwort. Ich habe allerdings zwei Sachen, die ich relevant finde bei der Diskussion. Das eine ist die Frage, die du aufgeworfen hast, im Wesentlichen, wie ist denn das mit der Regulierung, wenn die ganzen Vorgänge und die Probleme global sind und Akteure teilweise global sind, wie halt große Konzerne. Ist ja ganz interessant. Aktiengesellschaften sind übrigens sogar rechtlich verpflichtet, sich soziopathisch zu verhalten, weil sie nämlich keine anderen Interessen berücksichtigen dürfen als die ihrer Teilhaber. Also beziehungsweise jedenfalls die da das Sagen haben. Das ist ja ein Problem, das Problem, dass man da nicht mehr, dass es keine globale Regulierungsebene gibt, aber sehr viele Sachen, die nur global regulierbar wären, ist ja ein Problem, das weit über den Datenschutz hinausgeht und sehr viele Bereiche erfasst und in sehr vielen davon spielt auch das Verhältnis zwischen Nationalstaaten oder Gruppen von Nationalstaaten und Konzernen eine Rolle. Auch das ist ein Problem, auf das ich persönlich überhaupt keine irgendwie überzeugende Antwort gehört habe, wie das eigentlich auf Dauer funktionieren soll tatsächlich, weil entweder die Konzerne irgendwie an die Nationalstaaten zurückzubinden, ist schwer. Eine globale Regulierungsebene aufzuziehen ist schwer, nicht unmöglich,
dafür diese globale Regulierungsebene so zu schaffen, dass man so ein Global Governance System hat, das nicht einfach nur von irgendwelchen völlig entkoppelten Eliten beherrscht wird, ist auch schwer. Das heißt, über die Frage muss man sich getrennt davon sowieso Gedanken machen. Das Zweite ist, ich glaube, es ist, wenn man Datenschutz weiterentwickeln will, auch noch besonders relevant zu unterscheiden zwischen Staat und privaten Akteuren. Und da sollten die strikteren Regeln für den Staat gelten, aus zwei Gründen. Erstens, weil der Staat, der politische Wille vorausgesetzt, es viel leichter ist, den Staat an irgendwelche Regeln zu binden. Der Staat bindet sich ja den politischen Willen vorausgesetzt einfach selbst in seinem Handeln. Das ist die Durchsetzung einfacher. Natürlich nicht, wenn dann andere Staaten irgendwas machen. Das ist wieder das Problem mit den Geheimdiensten und dem Internet. Das ist dann aber eigentlich wieder das erste Problem. Zweitens, weil im Gegensatz zu Facebook darf der Staat halt um 5 Uhr morgens meine Tür aufbrechen. Ja, ich finde, Simon ist schon ziemlich gut auf den Kern des Problems zugegangen. Also wenn wir ein funktionierendes System hatten und das funktioniert auf einmal nicht mehr und du hast ja aufgezählt, welche Gründe dazu geführt haben, dass dieses System nicht mehr funktioniert, dann müssen wir uns diese Gründe anschauen. Und du hast gesagt gerade, also dir fällt auch selber keine Art und Weise ein, wie diese globale Regulierung des Internets stattfinden könnte. Es gibt natürlich Leute, die sich darüber Gedanken machen und die das jetzt schon tun. Also vielleicht habt ihr zum Beispiel mitbekommen, dass die US-Regierung angekündigt hat, dass sie vorhat, die ICANN in irgendeinen internationalen Prozess zu überführen, also eben Aspekte wirklich der technischen Regulierung des Internets. Und der im Moment vorherrschende Ansatz, wie das funktionieren soll, der eben unter anderem auch von der US-Regierung und auch der Europäischen Union unterstützt wird, ist eben, dass sich Vertreter nationaler Regierungen, der Zivilgesellschaft, der technischen Community und von Unternehmen an einen Tisch setzen sollen und gemeinsam zu einem Konsens kommen. Wir haben in dem Vortrag davor über die Probleme von Verhandlungssituationen gesprochen und dass man nur verhandeln kann, wenn man einen Handlungsspielraum hat. Und wir haben gerade eben auch gehört, dass Aktiengesellschaften diesen Handlungsspielraum eben nicht haben, sondern überhaupt, also sich nicht auf einen Kompromiss einlassen dürfen. Vielleicht ist dieser Multi-Stakeholder-Ansatz, der da jetzt im Moment eben eingerichtet wird, keine sinnvolle Lösung. Und wir sollten uns besser Gedanken darüber machen, also ob wir die Systeme, die wir auf nationaler Ebene zumindest eine Zeit lang mal funktionierend hatten, nicht auch auf globaler Ebene replizieren können. Da weiß ich tatsächlich nicht so viel darauf zu antworten. Es ist sicherlich richtig, dass der momentan verfolgte Multi-Stakeholder-Ansatz höchstwahrscheinlich nicht zu einem Ergebnis führen kann, das wir uns wünschen, insbesondere wenn es darum geht, was mit unseren personenbezogenen Daten erlaubt ist oder nicht. Denn die Kommunikationsunternehmen werden sicherlich ein großes Interesse daran haben, da möglichst viel Gewinn rauszuschlachten, denn das ist ihr eigentliches und einziges Interesse. Denen sind Kunden nur so lange interessant, wie es eben Kunden sind oder Ware oder so. Die Differenzierung zwischen Staat und privaten Akteuren finde ich auch sehr richtig und die haben wir ja auch schon einigermaßen. Teilweise in die falsche Richtung, da muss ich dir recht geben. Aber mehr Redebeiträge bitte. Du hast noch ein paar Fragen. Ist jetzt Tradition. Ja, vielen Dank. Ich möchte an der Stelle tatsächlich noch mal ein bisschen auf das eingehen, was die drei Herren hier unmittelbar vor mir gesagt haben. Ohne dass ich euch da jetzt persönlich angreifen möchte, hätte ich mir wirklich gewünscht, ihr hättet bei der Keynote etwas besser zugehört, beziehungsweise hättet das vielleicht besser verstehen können, was in der Keynote gesagt wurde, denn es fehlen so Dinge, ja, sowas passiert in Deutschland nicht und solche Dinge betreffen mich nicht oder betreffen uns in Deutschland nicht.
Und zum Thema Datenschutz ist halt wieder mal dieser ominöse Nachbar angebracht worden, den das Surf- oder Pornoverhalten von mir nicht zu interessieren hat und so weiter und so fort. Es geht beim Kampf für Datenschutz und für Privatsphäre tatsächlich nicht darum, ob mein Nachbar oder ob irgendjemand mein Pornokonsumverhalten kennt. Das ist in einem Ausmaß egal, weil dem gegenüber stehen die Interessen von Konzernen und vom Staat, die mit unterschiedlichen Mitteln auf mich, also Macht über mich ausüben wollen und das tun können, je mehr Informationen sie über mich haben. Beim Staat reden wir da über ganz klassische Repression und dem ist juristisch eigentlich auch nur schwer bis nicht beizukommen. Also auch über ein Gesetzgebungsverfahren kommt man dem nur sehr schwer bei. Wir sehen das heute schon, dass gültige Gesetze werden genutzt und zwar jeweils in einem Interpretationsspektrum, wie ihn der politische Wille gerade braucht, wo die Möglichkeit da ist natürlich nur, aber in jedem Gesetzestext sind diese Spielräume auch vorhanden, um eben diesen politischen Willen durchzusetzen. Ob das ums Racial Profiling geht, wo das faktisch eigentlich verboten sein sollte über das Diskriminierungsverbot, oder ob das über eine Datenbank Gewalttäter links, Gewalttäter rechts wäre, wo Personen geführt werden, die nie in ihrem Leben für irgendeine Straftat, für irgendeine Gewalttat verurteilt wurden, die aber trotzdem entsprechend in diesen Datenbanken geführt werden und wo auf Nachfrage auch die Informationen rauskommen. Natürlich, und da kommen wir, schlage ich mal wieder den Bogen zurück zur Keynote, natürlich bin ich weniger davon betroffen, gerade von Repressionsmaßnahmen, je mehr ich der Norm entspreche. Aber an den Punkten, wo ich von dieser Norm abweiche, da bin ich Ziel für Repression. Und das bin ich auch heute schon. Und das ist eigentlich das, worüber wir uns in der Datenschutzdebatte auch unterhalten sollten. Was sind die Folgen von Verletzungen der Privatsphäre? Und was sind die möglichen Folgen? Und zwar nicht nur für mich, sondern für Menschen, die tatsächlich unter Repression zu leiden haben. Ja, wir haben ja jetzt hier, glaube ich, 10.000 Fässer auf einmal aufgemacht, weil das ja bei dem Thema auch wahrscheinlich gar nicht anders geht, weil es wirklich sehr, sehr eng zusammenhängt. Ich denke, das eine Problem ist, was für einen Datenschutz können wir uns geben als Gesellschaft oder ganz global? Und dann, wenn wir jetzt uns überlegt haben, okay, welche Daten sind schützenswert, wer muss wie viel wissen, wer darf wie viel wissen, wer darf was nicht wissen, dann ist ja die zweite Frage halt ja auch die technische Umsetzung, die ja sehr strittig, also das möglicherweise nicht lösbar ist. Da würden mich zwei Sachen interessieren, ob du vielleicht was sagen kannst. Also soweit ich weiß, gibt es bei einem zum Beispiel bei Transaktionen im Internet irgendwie erstmal die Überlegung, welches Recht wird da jetzt überhaupt drauf angewendet? Also was da gilt, wo sich irgendwie der Firmensitz befindet oder wie auch immer. Das weiß ich nicht so genau. Und die andere Sache ist, wenn Daten verwertet werden vom Staat ist jetzt wahrscheinlich nicht so sinnvoll, weil der Staat halt irgendwie den längeren Atem, den breiteren Arsch und immer recht hat. Aber bei Firmen zum Beispiel muss ja Datenauswertung irgendwie systematisch geschehen. Das heißt, irgendjemand muss das tun. Und weil ohne Systematik macht Datenauswertung nicht so viel Spaß. Und wenn jetzt zum Beispiel, das könnte ja auch so ein nationaler Ansatz sein, dass man halt einen wirklich sehr massiven ein sehr massives Whistleblower-Framing installiert, zum Beispiel, dass jemand, der weiß, okay, da passiert irgendwas Gesetzwidriges und ich habe jetzt aber total die gute Option, wenn ich das irgendwie whistleblowe, dann kriege ich irgendwie super viel Geld und einen Personenschutz und habe richtig das schöne Leben, dann ist es ja auch für Leute attraktiv irgendwie zu sagen, okay, das wird irgendwie, ja, also es ist halt so ein Petzensystem, also es ist jetzt vielleicht auch nicht toll, aber es wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, irgendwie ein bisschen sozusagen dran zu kommen, weil Hacking-Probleme sind ja auch oft weniger technisch, als mehr, dass halt Menschen halt Fails begehen und irgendwas rausgeben oder rumgeben oder so. Es waren jetzt viele Kleinigkeiten, also sag gern was dazu. Wow, jetzt haben wir tatsächlich eine ganze Menge Fässer aufgemacht.
angefangen von tatsächlich dem Problem der gesetzlichen Spielräume und dass jedes Gesetz irgendwo ein bisschen weich ist und dass wir tatsächlich auch Probleme haben, Gesetze, die den Staat eigentlich binden sollten, wenn sie zu unserem Nachteil verletzt werden, durchzusetzen und der Staat teilweise tatsächlich einen sehr langen Atem hat, sich an Gerichtsurteile zu halten zum Beispiel. Das mit der anwendbaren Rechtsordnung ist tatsächlich ein Riesenproblem in einer immer globaleren Welt. Die Europäische Union ist da eigentlich ein sehr schöner Ansatz, die versucht irgendwie das Fernabsatzrecht zu harmonisieren, die versucht die Rechte des Verbrauchers zu harmonisieren, die versuchen jetzt die Rechte des Verbrauchers oder des Betroffenen im Datenschutz zu harmonisieren, dass wir irgendwann europaweit wenigstens ein gleichmäßiges Schutzniveau erreichen. Ja, aber das dann halt nur europaweit bis jetzt und eben global fehlt uns diese Rechtsetzungsinstitution. Es gibt da so UN-Resolutionen zu dem Thema Datenschutz, die gibt es aber schon seit den 70er Jahren und die sind sowas von komplett unverbindlich. Das ist ja. Und da gibt es auch keinen Durchsetzungsmechanismus, denn ich glaube nicht, dass der Sicherheitsrat irgendwie tätig wird, wenn, keine Ahnung, was in Indien ein unzureichendes Datenschutzregime herrscht. Da hast du am Ende noch irgendwas von Hacking gesagt. Das ist nochmal so ein Ding. Das dann ja tatsächlich, also ich nehme an, so wie du Hacken verstehst, meinst du damit eine kriminelle Aktivität, so wie ich Hacken verstehe, meine ich damit eine schöne Lösung erreichen. Ja, das ist klar, die meisten Leute nutzen das so. Die Definition kann man im Jargon-File nachlesen. Ja, es sind halt tatsächlich wirklich viele, viele Fässer, die da offen sind und deshalb ist dieses Tag, das ich aufgemacht habe, auch nicht geschlossen. Und ich werde es auch nicht schließen innerhalb dieses Vortrags. Und ich wollte eigentlich nur hier irgendwie sagen, ich bin der Meinung, dass wir hier ein System haben, das kaputt ist und dass wir irgendwie etwas finden müssen, wie wir da weitergehen können. Und ja, ich sehe, dass die Zeit jetzt so langsam wirklich knapp wird. Ich glaube, eine Frage würde ich noch. Ja, und dann. Ich gebe ab. Du gibst ab? Ja, ja. Ich habe schon. Du hast schon das Mikrofon. Dann wärst du dran. Grundproblem, was ich sehe, ist, dass die Menschen nicht stark genug sensibilisiert sind dazu. Es war ja dieser schöne Entwurf, zu sagen, ja. Die Unternehmen oder die Organisationen, die Daten von Menschen erfasst haben und speichern und verarbeiten, dass sie einmal im Jahr da auf toten Baum einen Brief schreiben. Das würde letztendlich bedeuten, dass jeder Bundesbürger oder jeder Mensch in der Union, Europäischen Union, wirklich einmal im Jahr so einen Stapel Briefe kriegt, wo erfasst wird, am besten, wann werden die Daten erfasst, warum wurden diese Daten erfasst, werden sie weiterverarbeitet, werden sie weitergegeben. Ja, das bedeutet viel Druck auf Papier, würde aber bedeuten, dass sich viel mehr Menschen überhaupt Gedanken darüber machen, wer überhaupt diese Daten hat. Weil in Deutschland ist es sogar so, dass ja zum Beispiel irgendwie Firmen, Parteien, Unternehmen einfach zum Einwohnermeldeamt gehen und einfach die Daten raustragen. Und die Behörden freuen sich darüber, dass sie Einnahmequellen haben. Ja, da haben wir das nächste Fass. Und zwar haben wir sogar zwei Fässer. Einmal diese Idee des Datenbriefs zur Sensibilisierung der Bevölkerung ist ein nettes Gedankenspiel, aber irgendwie leider auch nicht zeitgemäß. Es wäre eventuell zeitgemäß, wenn wir das eine Daten-E-Mail machen würden, aber dann bräuchten wir tatsächlich eine weit verbreitete, gesicherte elektronische Kommunikation. Die haben wir. Ich höre gerade die E-Mail, aber sorry, ich habe von gesicherter Kommunikation gesprochen. Aber das ist aus Deutschland. Ja, genau. Made in Germany ist. Das
hier wurde gerade eingeworfen, dass der Bio mit der E-Mail sicher auch funktioniert. Ja, also und die Sensibilisierung, das ist aber auch schon häufiger hier angesprochen worden, dass einfach das Bewusstsein vielen Menschen fehlt. Wie wir das erreichen, weiß ich nicht. Eventuell brauchen wir da tatsächlich irgendwie so eine Datenverkehrsordnung oder eine Informationsverkehrsordnung, in der dann im Paragraph 1 drinsteht, seid nett zueinander. Und dann werden wir... Ja, was ist nett und was ist zueinander, wird hier gerade eingeworfen. Ja, das ist richtig. Aber das werden dann Gerichte und Kommentatoren und viele meiner Kolleginnen herausfinden, wenn sie seitenweise leider immer noch Papier vollschreiben oder dieses Internet. Gut, vielen Dank für die Diskussion. Jetzt noch ein bisschen Juristisches, da ist eine Lizenz dran und ein paar Kontaktmöglichkeiten, falls ihr weiter mit mir diskutieren wollt. Und ich sage erstmal danke für eure Beiträge und für das Interesse.